eine Stunde lang schon hier am Bärensee und das mit ganz, ganz, ganz simplen Ködern. Einfach nur mit dem Tauwurm. Ja, und was geht rein mit dem Tauwurm? Es gehen natürlich sehr gut die Barben rein. Barbe mit dem Tauwurm einfach hier am Bärensee. Wie gesagt, ich bin schon eine Stunde da. Das heißt, es kann gut sein, dass gleich einfach irgendwann vorbei ist. Irgendwann ist so ein Spot auch mal langsam leer. Ich hoffe allerdings, dass ich den gleich noch so ein bisschen aktiviert bekomme. Wir haben 4 Uhr morgens. Bedeutet, ich schmeiße jetzt gleich auch noch mal ein paar Futtermischen rein. Und das Ganze gucken wir uns im Detail natürlich noch mal an, welche Futtermische wohin geworfen und den Spot und wie das Setup aufgebaut ist und so weiter und so weiter. Also, gucken wir mal, was alles geht. Ja, 41 Fische schon mittlerweile im Kescher. Gar nicht so verkehrt. Natürlich gehen ab und zu auch mal ein paar Karpfen mit rein. Natürlich gehen auch ab und zu mal, ja, wenig Amure mal mit rein. Aber hauptsächlich eben hier jetzt auf Tauwurm. Ganz, ganz, ganz simpel zusammengebaut. Hier kannst du dich normalerweise auch mit der Fortuna Carp hinstellen. 18er Vorfach hier drauf, relativ dünn sogar noch. Einfach nur mit der HSV in Kombi und ab dafür. Ich habe jetzt hier in dem Fall einen 1-0er Haken gewählt. Ich versuche gerade ein bisschen eher, na, vielleicht so ein bisschen dickere Fische noch zu fangen. Für ein bisschen mehr Frequenz, kleineren Haken. Aber da gehen auch regelmäßig mal dann eher die nochmal kleineren Fische rauf. 1-0er Haken ist schon ein bisschen übertrieben. Jetzt wird es ein bisschen spannend. Futtermische kann man natürlich mit einer klassischen Barbenfuttermische testen. Aber wie auch schon in der Vergangenheit baller ich da meine klassische Störfuttermische drauf. Und damit habe ich auch vor Monaten schon zum 7-Jahres-Event zum Beispiel die Trophy Barbe gefangen. Einfach nur auf Tauwurm und mit der Störfuttermische. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass neben den normalen Barben hier dann auch irgendwann die Albino-Barbe mit reinballert. Denn die Albino-Barbe ist schon ziemlich selten. Das hier ein super kleines Exemplar. Immerhin war sie da, knapp unter einem Kilo. Aber immerhin, die erste Albino-Barbe ist da. Ja, wie gesagt, sehr, sehr selten. Also das ist schon wirklich tricky. Und im Moment wird das natürlich auch eher mal gefangen, das Ding hier auf diese Goldköder, ne? Maikäferlarve oder sowas. Aber ich teste noch weiterhin hier schön mit dem Tauwurm. Also auch hier der Nightcrawler rockt. Also da geht noch ein bisschen was. So sieht das Ganze hier aus. Jetzt gucken wir gerade mal eben. Wir gucken gleich nochmal genau in den Kescher rein. Ziemlich genau ein bisschen höher. Eine Stunde ist jetzt hier rum. Und mal gucken. So. Mal gucken, was jetzt hier noch geht. Auch hier machen wir jetzt erstmal die Futtermische rein. Die Störfuttermische. Gerade in den Morgenstunden nochmal nachfüttern, mache ich ja regelmäßig so. 4 Uhr morgens nachfüttern, 4 Uhr abends nachfüttern, damit es dann zur Primetime richtig gut losgehen kann. Also, Position sollte bekannt sein, 55-31, einer der drei wichtigen Spots am Bärensee. Und wie immer, wenn du planlos bist fürs Karpfenangeln und dir denkst, boah, der Karpfenangeln, ne? Hier wird dir erklärt, das Tutorial zum Karpfenangeln. Eine Stunde geballte Information mit allem, was du brauchst fürs Karpfenangeln. Auf jeden Fall mal reingucken. Und dann geht's auch weiter bei dir. Ja, die Position, wie gesagt, 55, 31, 17 Meter weit raus. Auch die 17 Meter werden erklärt, warum hier an der Stelle 17 Meter. Ansonsten kann man es natürlich auch an den beiden anderen wichtigen Spots testen. Aber hier ist halt immer mal wieder auch die Barbe ganz gut in Action. Und da sollte man das auf jeden Fall immer mal wieder regelmäßig auch testen. So, na guck, Alter. Das ist doch sehr angenehm. Nächste Barbe
zack, Albino-Barbe jetzt hier in dem Fall mit einem Kilo, auch auf dem Tauwurm. Schmeckt. Einfach ein bisschen weitermachen. Irgendwann rasselt das Ding auch nochmal rein hier als Trophy. Ich sehe das schon kommen. Zack, und wieder raus damit. Ja, das wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn da noch ein bisschen mehr geht. Also, wenn da noch ein bisschen mehr reinballert und vor allem, wenn da größere Brocken rein. Na, wenn ich mir das jetzt so anschaue, ein Kilo ist doch gar nicht verkehrt. Heiliger Lachs hatte gerade hier im Discord auch noch schön gepostet. Hier die Stelle 2,3 Kilo Albino Barbe, 1,4 Kilo Albino Barbe. Also, sie ballern rein hier dann auf Maikäferlarve allerdings. Und ja, gleiche Stelle. Und das scheint hier gerade ganz gut zu laufen. Aber auch er meinte, ein Fisch oder eine Albino pro Stunde. Also das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, ne? Und wenn man das hier vielleicht jetzt noch so ein bisschen pushen kann, einfach nur komplett simpel auf Tauwurm, warum denn nicht? So, und nochmal wieder raus hier auf die 17 Meter. Und gebe ihm. Also, so sieht es jetzt gerade aus. Mal eben kurz nach Gewicht sortieren. Na klar, immer mal wieder ein paar Karpfen und Amure mit drin. Aber eben auch ganz schöne Barben jetzt. Bisschen mehr als eine Stunde jetzt hier an der Stelle. Und das Ganze läuft schon mal ganz gut. Die Rotaugen gehen immer mal wieder mit rein hier als Trophy. Allerdings beißen die auch sehr gut auf die Goldköder. Also da keine Sorge, wenn du hier mit Maikäferlarve reingehen willst, dann hast du auch die große Chance und das Vergnügen, mehr oder weniger hier die Rotaugen rauszuziehen. Auch das klappt. Albino-Barben, ja, zwei Stück jetzt hier innerhalb von 37 Minuten, von 35 Minuten, ist doch ganz okay. Und ansonsten, ja, cashmäßig werde ich hier irgendwo irgendwas bei 200 Silber jetzt sein in der Stunde. Das ist jetzt nicht wahnsinnig viel. Aber wenn ich mir überlege, dass ich hier ganz simpel einfach eben nur mit dem Tauwurm stehe, ist das eben auch gar nicht so schlecht. Vorteil von diesem Spot, wir müssen natürlich nochmal zurück zum Futter. Das Futter, die Störmische, ist natürlich auch, wir gucken mal eben rein, haben wir die hier gerade drauf. Da, ist natürlich auch essentiell, ne? Also, das ist, ja, klassische Störmische. Mit Rapsam als Basis, Krill mit drinne, Wandermuschel, Lehm, immer wieder ganz gut für die Barbe, gehackte Würmer und Krabbe und Muschel jetzt hier in der Kombination. Also das klappt ganz gut, funktioniert halt auch tatsächlich ganz gut für die Barbe. Wir gucken jetzt natürlich nochmal schnell in den Kescher rein, was das denn so bringt. Und ich glaube, dann haben wir hier sämtliche Infos und jetzt heißt es dann eigentlich nur noch abwarten, weiter testen, gucken, was so geht und vielleicht irgendwann mit Glück ballert hier auch mal eine ganz große Albino-Barbe rein. Schon witzig, also so ein Fisch einfach mal in so einem alten Gewässer was Neues, mega geil, gerne mehr davon. Also das macht doch Bock hier, zack, ein Kilo Fisch, 39 Silber, ja, mehr sogar als die 5 Kilo Barbe. Ja, das schmeckt doch richtig gut. Aber auch hier, guck mal hier, da muss man sich gar nicht ärgern. So ein olles Rotauge bringt über 30 Silber. Ist doch gar nicht so schlecht, ey. Da kann man mal wieder schön die Taschen mit voll machen. Ja, und nebenbei halt noch ein bisschen was Kleines. Aber im Großen und Ganzen passt es hier fast 400 Silber. Na guck, in der Stunde jetzt. Stunde. Und was sagt die Zeit? Fangzeit. Eine Stunde, 10 Minuten. Ja, das passt doch. Knappe 400 Silber. Also, verkaufen das Ganze. Ich renne jetzt wieder zum Spot und teste noch ein bisschen weiter. Vielleicht schmeiße ich auch gleich nochmal andere Köder rein. Vielleicht die offene Muschel, geschlossene Muschel oder irgendwas anderes. Also irgendwas Käsiges vielleicht. Also da gibt es bestimmt noch andere Köder, die hier für die Barbe funktionieren. Oder dann eben auch ganz klassisch die Boilie-Kombination. Gerade diese fischigen, muscheligen Boilie-Kombinationen sollten doch hier auch gut funktionieren. Weitermachen. Toi, toi, toi. Viel Erfolg, dass bei dir auch die Albino-Barbe mit reingeht. Wäre doch richtig geil. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett mit RF4. Und an den anderen Tagen schön ein bisschen RF4. Und dann nochmal ein bisschen was anderes zocken zur Abwechslung. Petri, bis zum nächsten Mal.